Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, wie gesagt, gestern auf Feld 5 und 7, mir alles täuscht, fehlt komplett Stickstoff, Phosphat. Jetzt hier mal schauen, dass wir hier ein bisschen Phosphat gekauft bekommen bei der Genossenschaft. Da fahre ich jetzt mal hin. Wird sich sicherlich auswirken im Ertrag, wenn was fehlt. Ich habe mal mitbekommen irgendwo im Fernsehen oder Video, keine Ahnung, dass Phosphat für die Blüte zuständig ist. Das heißt, wenn Phosphat komplett fehlen würde, wäre es nicht optimal. Es wird trotzdem blühen, aber wie gesagt, wäre dann nicht ganz so ideal. Deswegen dünkt man Phosphat, aber Phosphatvorräte gehen, die Vorräte gehen zur Neige. Es gibt natürliche Vorkommen, entstanden durch, durch Tiere. Dafür sind bekannt die Vögelkolonien, und zwar ältere vor allen Dingen, also da, wo prinzipiell keine Vögel leben. Da hat sie dann Phosphat angereichert, weil Vögel, zumal Seevögel, wahrscheinlich den Fisch und so, ne? Oder halt die Nahrung, die sie sich zu sich nehmen, entsprechend auch angereichert wieder abgeben, ne? Ansonsten müsste man Mist oder Gülle geben. Da könnte auch noch ein bisschen was vorhanden sein, aber nicht so viel. Denn wenn jetzt, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls ist der Anteil eher höherer Stickstoff, ne? Oh, habe ich mir jetzt das Verfahren? Brücke, kam die schon? Ich war so im Gespräch. Ja, die Ortschaft kommt, ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir verfahren. Ich habe hier irgendwie meine Orientierungsschwierigkeiten, weil die Straße ist immer gleich, mehr oder weniger, und ja, wird schwierig, ne? Bin ja ein bisschen Navi verwöhnt, ne? Bei längeren Strecken. Ich mache es aber hauptsächlich auch deswegen wegen Verkehrsfunk, ne? Denk mal, da, wenn Meldung kommt wie falsch war, so kriegt man das zuerst mit, weil das Navi einen sofort warnt, bevor man einen richtigen Sender hat im Radio. Kann es schon mal sein, dass es zu spät ist, ne? Also habe das schon mal erlebt gehabt, Falschfahrer, aber ich habe die Autobahn vorher verlassen gehabt, und hinterher höre ich im Radio Falschfahrer. Da ich da ganz gerne die rechts alle stehen lasse, fahre ich auf der linken Spur. Das ist immer gefährlich. Kriegst du gar nicht mehr zu schnell. So, wir brauchen Wasser und Phosphat hauptsächlich. So. Tank haben wir noch genug drin. So. Schauen wir mal hier, was wir da haben. So, wir haben Superphosphat. Das ist hier Triple. So teuer ist er ja gar nicht, ne? Gut, der hat nur Phosphat, ne? Anschaffe Stickstoff. Und hier. Da hätte auch Stickstoff. Und das fehlt nämlich auch. Ansonsten. Jo. Stickstoff und Phosphat und Fest 721. Die ist ja so billig. Ja. Muss man ganz kurz gucken auf der Karte. F1. Im Besitz. Auch da. Ja, Stickstoff könnten wir auch ein bisschen geben, ne? Dann wäre das erledigt. Dann wäre das in dem Bereich ungefähr.
Und Cardio machen wir zum Schluss nochmal. Aber Phosphat müssen wir schon viel haben. Und zwar Beinflächen, ne? Und da ist es halt nicht ganz so dramatisch. Jetzt muss ich schauen, 1500, ne? Ungefähr, würde ich meinen. Wenn wir 15,15 nehmen würden, dann muss ich noch umstellen oben. Also 15,15 wäre es egal, da würde ich mir sagen, okay, den Rest hauen wir in Lager rein. Aber bei rein Phosphat würde ich das nicht machen. Wir können zwar theoretisch was einlagern, ist ja beides leer, aber wie gesagt, oft ist man braucht dann Platz für andere Sachen und dann ist das ungünstig, wenn es rumliegt. Ne? Da es hoch konzentriert ist, gleich mal einstellen. Ja, 200 Kilogramm, denke ich mal, guter Wert. Hat sich bei Kalium auch bewährt. Ne? Ja, 10.000. Naja, gut, bei 433. Das ist überschaubar. Also, wie gesagt, ich muss noch Geld behalten für Drescher zum Ernten. Vielleicht verzichte ich aber auf einen Schneidwerkswagen und fahre dann direkt rüber vom Händler. Muss ich mal sehen, wie ich mir dann entscheiden werde. So, da haben wir es, die Hälfte. Ja, die Lagermöglichkeiten am Hof sind ein bisschen beengt. Obwohl, man muss dazu sagen, ich muss den Hof ja nicht kaufen. Das war ja alles schon vorhanden. Und ich wohne ja da, ne? Gut, da wäre noch eine Bäuerin nicht schlecht, ne? Und 10 Kinder, alles, ja, können gut arbeiten, ne, am Hof, ne? Dann brauchst du keine KI einstellen. Dann kannst du ganz anders wirtschaften. Nur dazu sagen, Traktorfahren ist für einige sicherlich, ja, erstrebenswert, ne? Hätte ich als Kind auch gerne gemocht. Brauchst niemanden zu zwingen. Also wenn ein Kind dazu zwingen muss, dann bringt das nichts. Dann ist es unsinnig. Aber Kinder wollen allgemein helfen. Ich sag mal, mit gewissen Alltag sicherlich können sie auch fahren. Ich habe auch viele Meldungen gehört bei Kindern, dass umgekommen sind beim Hof arbeiten. Ne? Also hier in Österreich, ja, vielleicht zweimal, wenn du so ein Radio hörst, dass du hörst, oh, da hat sich mal jemand erwischt, ne? Meine Kinder sind mir gefährlich, wenn auch so klein sind, die sind unberechenbar. Und wenn so ältere, da geht schon eher. Aber auch die können nicht die Gefahren so abschätzen wie ein Erwachsener, ne? Und selbst bei Erwachsenen ist es manchmal so, die können es auch nicht, ne? Das ist ja, ich sag mal, da ist ja jeder anders. Aber gut. Ich sag mal, viele müssen die Erfahrung erst machen, aber ist oft dann schon zu spät, ne? Ist ja auch viele Sachen tödlich, ne? Ein Traktor, wenn der ins Rollen kommt, beim, was hier Räder wechseln und so, ist schon mal, ja, blöd gelaufen, ne? So, da haben wir wieder unserem Feld angekommen. Fangen wir oben wieder an, ne? Kalium, Vollgas und dann 2-3 Spuren, fertig. Wie gesagt, das wird viel fehlen. Ist auf null mehr oder weniger, ne? Und dann, wenn leer ist, dann müssen wir die Zeit irgendwie überbrücken. Dann der Dünger, den wir jetzt gegeben haben, mit Kalium und mit Phos. Mit den 15,15 den Rest, weil der Rest war ja Kalium gut ausgeglichen. Und Stickstoff war auch ganz gut schon teilweise
weil wir auch einen mit Kalkammon einen guten Stickstofftunnel gegeben haben. Können wir schauen, ob wir jetzt nachher. Also Phosphor muss jetzt auf den Feldern 3 und 4 nicht. Aber hier halt, ne? So, hier ist Ruhe. Ich meine, mir jetzt ein paar Kilos fehlen würden, dann wäre es auch egal. So, kurz hier wieder aktivieren, das wird sehen. Dann Traktor, damit wir hier die Spur kriegen. Müssen ein Stück vorwärts fahren. Damit ich, dass sie den weißen Strich links sehen. Aber sehen nicht viel. Aber scheint ganz gut parallel zu sein. So. Die Einstellung lassen wir so. Ja. Ach, wir können ein bisschen übersetzen, ne? Ach, hier. Mal gucken. Das ist klar. Jetzt können wir sehen. Aha, okay. So, lassen wir es mal. Gut. Lenkung an, ja. Dann gehen wir Gas, ne? Ja, morgen ist schon wieder Freitag. Wahnsinn. Bin ja ein bisschen. Motor wird noch gut drauf, in Anführungszeichen. Erholt. Naja, Dienstag, Mittwoch. Da lässt schon ein bisschen die Kraft nach. Wo man dazu sagen, hängt auch damit ab. Davon ab, wie ich nachts schlafe und dann. Relativ gut über Nacht komme, dann bin ich auch erholt. So, kurz ausschalten. Also ich sehe, wir brauchen nicht viel. Dann werde ich mal kurz gucken nachher, wie die Werte nachher so sind. Ob wir da später noch ein zweiten Mal was geben können, ne? Schon mal die Bremse steigen. Den Baum. So. Das können wir übrigens gleich machen. Wie das aussieht. Oh, wir haben. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt die erste Spur. Ne? Er misst hier immer den ganzen Wert vom Ganzen. Also ist hellblau, das passt. Und bei 7 ist genau das gleiche. Das ist okay. Es soll ja auch nicht so viel gegeben werden. Das ist im Grunde schlimmer wie jetzt mal Lenkung ausschalten, als wenn man zu wenig geben würde. Also das zu wenig wäre ja wäre nicht ideal, aber zu viel ist doch blöde, denke ich mal. Zum einen, weil das Kosten sind, zum anderen. Die Natur muss ja auch nicht so viel kriegen, ne? Ist ja auch nicht gut. Wenn eine Pflanze zu viel hat, dann ist entweder was wächst hier ungünstig, sagen wir so. Dann schießt sie vielleicht in eine Höhe unnötigerweise oder verkümmert sogar, ne? Weil, oh. Ja, Lenkung, ne? Ich glaube, hier kurz ausschalten. Hier mache ich meistens zu wenig am Anfang. Das werden wir nicht um auf 30 Meter, einfach die Spur manuell fahren. Parallel zum Feld ran. So, schon mal die Bremse steigen. So, Bremse. Finger aus. Lenkung. Mach mal deaktivieren. Sonst Sprinter. Die Spur nehmen wir gleich hier. Geben wir manuell Gas und lenkt noch manuell diese Spur entsprechend. Jetzt kann man schon sehen, aha, das ist mit ein bisschen, können wir bis nach rechts fahren. Die machen ein bisschen zu viel. Ob das so stimmt, eine andere Frage. B
haben wir nicht gedüngt. Das war ganz kurz. Nach Häschen haben wir nicht mehr Haufen fahren. Ne? Ja, Tiere ist mal schön, dass sie was haben. Versteckt. Düngt überhaupt? Das düngt er. Aber wir können beruhigen. Kannst hier keine Tiere in Haufen fahren. Das ist einfach nicht vorgesehen. So, haben sie fertig. Da auch noch ein Streifen. Vorne am Feldrand. Nehmen wir gleich mit. Da gehen wir hier auch gleich weiter mit. Und hier, das fehlt meistens auch was. Ach, das passt schon so. So, dann fahren wir mal zurück. Gucken wir sie wieder mal an. Im Besitz. 7. Ja, das ist okay. Dann können wir nachher 15-15 nehmen und dann passt das auch. Und dann noch gleiche. Den Rest hauen wir jetzt ins Lager rein. Wie haben wir noch? 649. Ja, das wäre zu viel. Auf Dauer. 15-15. Den können wir uns dann entsprechend morgen kaufen schon. Also in der Folge. Und dann werde ich das näher ein bisschen schlafen. Und dann gehen wir halt die 15-15-15, den Drittelmix halt dazu, um den nötigen Dünger zu bekommen. Also rund 2 Ladungen, schätze ich mal. Dann haben wir das auch gedüngt. Zwar jetzt haben wir, dass wir nochmal April nochmal düngen. Das soll ja noch ein bisschen früher reif werden, angeblich. Also die Tage ist 150 Tage, glaube ich. Wo das im Winter eigentlich nicht wächst, ne? Das, also nicht so viel. Also das ist irgendwo unrealistisch, ne? Also wenn jetzt im Winter ist, schläft die Natur eigentlich und es fehlt ja auch die Sonnenstunden, also ist einfach zu dunkel, zu lange Zeit dunkel und auch meistens zu kalt. Und wenn Frost nachts ist, so wie mitten im zum Jahreswechsel 0,3 Grad minus, dann wächst auch nichts. Ne? Was soll da wachsen bei Frost? Es wäre eigentlich schlecht, wenn es so hoch wächst im Winter schon. Da kommt doch nochmal Schnee, dann drückt er eben runter. Ne? Das ist ungünstig. So, den Rest gehen wir in Lager rein. Oh, jetzt sei 8 Minuten. So, liebe Schauer. Das war es auch schon für heute. Da sage ich mal tschüss. Ciao, ciao. Und ein dickes Dankeschön und fleißig reinschauen und fleißig auch kommentieren. Und ja, und einen anderen Like. Danke auch dafür. Und tschüss, ciao. Und man sieht sich dann vielleicht, wenn ihr Lust und Laune habt. Ich bin da morgen zur neuen Folge. Tschüss.